Verknappt. Die Gelegenheit. Stammtisch, so wie hier erneut in Berlin, dreht es meistens nicht nur den Stunt, sondern die komplette Stuntsequenz. Das heißt, auch die sogenannten Lead-Up-Shots. Podrig, das sind die vielen Zwischenschnitte, die später auch in der Filmsequenz zu sehen sind. Wie die Reaktionen der Schauspieler, die Einstellung eines heranrasenden Autos, bevor es crasht, eine sogenannte nahe auf quietschende Reifen. Also alles, was für eine flüssige Filmsequenz an Bildern nötig ist. Heute wird es ein Sprung eines Autos über einen LKW. Für die dazugehörigen Reaktionen der Schauspieler, die gedreht werden müssen, bereitet unser Kamerateam das Spielauto vor. Stunt-Koordinator Hermann Joha weist den Schauspieler Uwe Büschken für die folgenden Szenen ein. Und dann siehst du da oben einen stehen und denkst, das wäre wieder dieselbe Situation wie mit dem Anker. Da steht aber jemand mit dem Fahrrad da. Das fotografieren wir auch normal. Ich brauche nur deinen Blick, wie du siehst, wie du hier hochguckst, das siehst, dann reagierst. Wie ist meine Reaktion? Du kriegst praktisch so ein Flashback. In dein Gesicht wird praktisch eingeblendet, wie der Anker runterfällt, wie du hochgehst und dich überschlägst. Und dann wirst du völlig panisch. Hörst den Funkspruch, dass Anja sagt, ich bin auf der anderen Seite, ich werde verfolgt. Und dann nimmst du die Pistole und ballerst hier zum Fenster raus. Auch Schießen will geübt sein. Also heißt es Pro. Einweisung der Schauspielerin Claudia Balko, die laut Drehbuch über den LKW fliegen wird. Durch die Baustelle, durch in den Sandhaufen rein. Also wenn ich jetzt auf den Schuss reagiert habe, bleibst du runter? Ja, dann gehst du leicht runter und bleibst unten. Und dann kommst du wieder hoch und dann kriegst du so große Augen, weil du den Sandhaufen siehst. So. Und dann im gleichen Augenblick fotografieren wir von außen, wie der Wagen auf den Sandhaufen zugeht. Wir fotografieren von innen aus deiner Subjektive, wie du auf den Sandhaufen knallst. Und fotografieren von unten, wie du drüber fliegst über den Sandhaufen. Gedrehten Bild. Wir sind wieder beim Thema Lead-Up-Shots. Es geht um den Absprung des Fahrzeugs auf einem Sandhügel. In der Story rast der BMW in einen Sandhaufen, hebt ab und fliegt über den Laster. Während das Stuntteam hart arbeitend den Sandhaufen präpariert, hat die Kameraabteilung wie so oft nur Flausen im Kopf. Der Sandhaufen ist so alleine natürlich nicht als Rampe tauglich. Deshalb wird er mit Holzbohlen unterlegt und diese mit Sand abgedeckt. Zuerst wird das Abheben des Wagens vom Sandhaufen gedreht. Der Absprung ist im Kasten und es folgt der Aufbau zum eigentlichen Stunt. Das Stuntteam baut die Rampe, die das Polizeifahrzeug nun so richtig in die Luft katapultiert. Jetzt die Originalsequenz aus der RTL-Serie Autobahnpolizei. Thank you.
Anderson Day. Und weiter geht's in der Verfolgungsjagd. Während der eine Polizist sich noch eisern auf dem Dach des Wagens festhält, landet der andere mit dem geliehenen Porsche in einem Getränkewagen. Doch sofort ist eine Kollegin da und nimmt die Verfolgung auf. Ein weiterer Bestandteil des Showdowns war eine knappe Vorbeifahrt an dieser Lok, die später unerwartet noch einmal auftauchen wird. Bei den gefährlichen Fahrszenen auf dem Autodach wurde der Schauspieler von unserem Stuntman Stefan Richter gedoubelt. Irgendwie muss der Polizist aber auch wieder von dem Dach herunterkommen. Also wurde auf einer Brücke das... Matthias Barsch fährt für die Sequenz des Umsteigens den Transit des Erpressers, während Stunt-Double Stefan in den Polizeiwagen umsteigt. Kein ungefährlicher Stunt, da keine Sicherung des Doubles möglich war. Aber durch vorangegangene Proben und exakte Koordination wurde das Risiko für Stefan auf ein Minimum herabgesetzt. Als Endsequenz crasht der Lieferwagen in die anfangs eingeführte Lok. Für diesen Stunt musste wieder unser Dummy herhalten. Unterwegs nach Los Angeles. Anlass war ein internationales Treffen von Stuntfrauen aus dem Filmbusiness. Eingeladen hatte die Stuntwoman Association in L.A. Nach der ersten Nacht in dieser funkelnden Stadt macht sich Tanja auf den Weg zu ihrem ersten Meeting mit einer amerikanischen Kollegin, der Stuntfrau Kay Kindler. Drehort ist Alabama Hill, wo Tanjas amerikanische Kollegin gerade für einige Stuntszenen zum Actionfilm Crossroads im Einsatz ist.
Im Studio. Wir befinden uns kurz vor einer Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd, natürlich auf einer von uns abgesperrten Autobahn.